Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag ist zutiefst unernst. Und zwar sehen Sie das als allererstes an dem Namen des Willy Brandt-Chors. Da hat der Lafontaine mal gesagt, ab heute gehört er uns. Sie wollen den reklamieren für ein nationale Organisation der humanitären Hilfe. Was hat er denn verbrochen, dass Sie dessen Namen nehmen? Und jetzt England macht dann das Winston Churchill Chor und Frankreich das Charles de Gaulle Chor und Spanien das Santiago Carrillo Chor und immer nationale Einheiten. Das ist doch das, was das atmet. Haben Sie eigentlich mal die Familie von Willy Brandt gefragt? Haben Sie mal Matthias Brandt angerufen? Polizeiruf 110? Da kriegen Sie wahrscheinlich zu hören, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Oder Smoke on the Water. Das ist doch nicht ernsthaft. Sie sagen, Sie wollen eine deutsche zivile und humanitäre Dachstruktur, eben haben Sie noch mal gesagt, eine unabhängige Instanz. Sie wollen das nationalisieren. Haben Sie mal mit den Hilfsorganisationen geredet, was die dazu sagen? Machen Sie doch mal eine Anhörung, was die dazu sagen, wenn Sie plötzlich eine deutsche, wo alle sich internationalisieren, eine deutsche Struktur machen. Es gibt einen Hintergrund. Sie wollen die Bundeswehr abschaffen, Sie wollen die NATO abschaffen, Sie wollen keinerlei Peacekeeping Operations, Sie wollen die Blauhelme, die 100.000, die vor Ort tätig sind, wollen Sie alle ohne deutsche Beteiligung, das soll alles, das mal abgezogen. Aber durch den ganzen Antrag weht ein Wind von Renationalisierung der humanitären Hilfe und nicht der kosmopolitische international. Ja, das richtet sich an andere Länder, aber es soll gut deutsch sein, Willy Brandt, ganz deutsch. Da kommen Sie nicht auf Peace Brigade International oder irgend sowas, sondern Sie wollen eine nationale Organisation. Und das sagen Sie auch immer wieder. Und mit dieser Renationalisierung treffen Sie sich ja auch mit Rechtsaußen. Ich werde Ihnen das immer wieder vorhalten. Denn wenn Sie sich auf Lafontaine beziehen, der hat solche Tendenzen auch immer wieder gehabt. Da trifft sich ganz links und ganz rechts. Und da werden wir immer dagegen sein. Wenn es auch nur den Hauch dieser Stimmung in den Anträgen gibt, werden wir immer dagegen sein. Denn das universalistische Konzept der humanitären Hilfe, das muss gesteigert werden. Das ist der Inhalt der humanitären Hilfe. Und daran müssen wir arbeiten. Und genau daran arbeitet auch der Kongress in Istanbul. Das ist das Thema. Übrigens werden wir Gelegenheit haben, am nächsten Freitag da wieder drüber zu diskutieren und nach dem internationalen Kongress auch. Da können wir uns darüber austauschen. Aber tun Sie das doch dem armen Willy Brandt nicht an, dass der dann dafür herhalten muss, dass Sie ein Willy Brandt-Chor haben. Da kann ich nur sagen, Willy Brandt-Chor, die Augen links. Vielen Dank. Jetzt war ich noch nicht fertig mit meinem Getränk. Vielen Dank, Tom Königs. Letzte Rednerin in der Debatte, Dr. Ute Fink-Krämer für die SPD.